Hallo und Servus zur 100. Folge von Let's Play Let's Design City Skylines Karolinenburg. Ja, und eigentlich wäre das ja eine Jubiläumsfolge geworden, doch ich war die ganze Woche nicht zu Hause, ich war beruflich die ganze Woche unterwegs, ich konnte wirklich nichts voraufnehmen, ich konnte nichts vorbereiten, ich habe so viele Ideen und es ist leider nicht möglich gewesen, irgendwas für euch vorzubereiten. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse deswegen, aber wir werden sicher nochmal 100 Folgen schaffen, beziehungsweise werde ich auch noch ein klein wenig etwas nachreichen zu den Ideen, die ich hatte bezüglich einer Jubiläumsfolge. Nichtsdestotrotz, ich möchte mich bei euch bedanken für die Unterstützung, dass ihr mich jetzt schon seit Anfang dieses Jahres unterstützt, mit Abos, mit Likes und mit euren Views. In diesem Sinne, ich möchte gar nicht allzu viel darüber reden. Ich möchte heute ein klein wenig ein neues Stadtgebiet anfangen. Ich habe dazu eine kleine Idee, die ich, wenn schon keine Jubiläumsfolge gibt, aber trotzdem ein bisschen ein markanter Punkt sein soll, der die 100. Folge symbolisiert. In diesem Sinne, die ganze Folge ist eine Timelapse-Folge. Wir sehen und hören uns erst wieder am Ende dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und legen wir los.
So ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, und es ist ordentlich was weitergegangen. Unseren Jubiläumsturm haben wir fertiggestellt. Wir haben Bürogebiete, wir haben Wohnungen und wir haben einen U-Bahn bzw. einen zukünftigen S-Bahn-Anschluss hinter dem Turm platziert. Ich zeige euch das ganz kurz. Diese Station ist ja im Moment nur mal angelegt und noch nicht in Betrieb. Ich möchte da noch ein bisschen etwas experimentieren, dass es dann einen ordentlichen Übergang zwischen dieser S-Bahn-Haltestelle und dieser U-Bahn-Station gibt. Ja, in diesem Sinne, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play Let's Design City Skylines Karolinenburg. Servus!